Local Heroes 2015, wir sind in Salzwedel, wir sind beim Bundesfinale und aus Mecklenburg-Vorpommern habe ich jetzt Who Do Two bei mir, den Tobias, den Ringo und die Lisa. Moin, moin. Wie geht's euch? Seid ihr aufgeregt, weil ihr seid ja so am allerletzten Startpunkt heute gelandet? Ja, die Aufregung wird sich, glaube ich, totlaufen bis dahin. Also im Moment, das ist jetzt noch so weit weg. Das ist noch so weit weg, wir sind noch nicht aufgeregt. Doch, wir sind aufgeregt. Nein, wir sind nicht aufgeregt. Seid ihr aufgeregt? Ich bin nicht aufgeregt. Wie sieht's aus? Na, ein wenig schon. Ne? Das wäre ein Wunder, wenn man bei solcher Chance nicht aufgeregt wäre. Lisa? Ja, ich bin Tobis Meinung. Nein, doch, ja, nein, ich weiß nicht. Vielleicht später dann. Wie verbringt er jetzt die Zeit bis zum Auftritt? Weil es sind ja dann wirklich noch irgendwie so 6-7 Stunden roundabout. Ja, wir können uns ganz entspannt die anderen Bands angucken. Das ist natürlich schön. Dann werden wir sicherlich, ich werde ganz viel rauchen gehen zwischendurch. Wir werden immer mal wieder, dann gehen wir was trinken, dann gehen wir was essen, gucken uns eine Band an. Dann gehe ich wahrscheinlich wieder ein Rauchen. Dann so in der Art und Weise wird das, ja. Ihr habt zusammen, also die beiden Herren haben vor 5 Jahren angefangen. Richtig, ja. Zwei EPs, ein Album schon draußen. Ja. Und dann kam Lisa dazu. Ja. Wie fühlt es sich denn jetzt an, mit zwei stattlichen Herren in einer Band zu spielen? Großartig, also es passt einfach zu dritt super gut zusammen, sonst wäre ich ja nicht da gelandet. Ich sage immer gerne, ich habe mich nachhaltig eingeschlichen, erst so mal fürs Album ein bisschen was eingespielt, immer fleißig zu den Konzerten gegangen und irgendwann, ja, durfte ich einfach Teil davon sein. Ringo, wie war das? Oh, jetzt bin ich auch sehr laut. Wie war das, der erste Gig dann mit Lisa auf der Bühne? War das ein ganz anderes Bandgefühl als zuvor oder... Gibt es einfach jetzt einen voluminöseren Sound bei euch? Na, es ist irgendwie alles geordneter. Also wenn man einen Bass dabei hat, dann ist das irgendwie alles... Also ich kann mich in aller Ruhe, ich und Lisa, wir können in aller Ruhe so den Teppich machen, sag ich mal. Und Tobi kann sich in aller Ruhe austoben. Und das genießt Tobi, glaube ich, dass er sich jetzt komplett austoben kann, ohne auf irgendwas zu achten. Und wir genießen es einfach auf Tobis... wilde und chaotische Art, nicht immer gleich auf eingehen zu müssen. Und wir machen unser Ding und dann kann Tobi, Tobi tobt. Ja genau, Tobi, wie sieht das dann aus, wenn du tobst? Oh, ich weiß nicht, ich mache meistens die Augen zu, dann mache ich die mal wieder ganz kurz auf, dann mache ich die wieder zu und dann spiele ich einfach ganz viel. Und ich bin sehr froh, dass die beiden jetzt als Rhythmusgruppe, wie Ringo schon sagt, da einfach das Ding zum Laufen bringen und ich mich dann da draufsetzen kann. Ja. In eurer kleinen Band-Info steht ja drin irgendwie, dass die Hölle euch nicht wollte und im Himmel kein Platz mehr war. Ja. Und dann habe ich aber auch euren Song No Service gehört. Ja. Und da dachte ich mir, was ist da los? Seid ihr eine gläubige Band oder ist das jetzt irgendwie als Persiflage zu sehen oder wie soll ich das auffassen? Weil ich glaube, lyrikmäßig ging es da irgendwie, ich weiß jetzt im Detail leider nicht, aber Gott... Gottesdienst, Kirche gehen oder ja, sowas? Ja, genau. Going to church on a Sunday dressed up in style ist das Thema des Songs. Seid ihr Kirchgänger? Nö, ja, boah. Mal hin und wieder, geht man mal hin, zündet mal eine Kerze an und betet mal für den Weltfrieden. Ne? So. Aber nee, wir kommen ja alle aus Mecklenburg-Vorpommern und Lisa, nicht ganz aus Mecklenburg, aber wir sind ja alle Mecklenburger im Herzen und Mecklenburger haben nicht so eine große Tradition mit der Kirche. Aber wovon man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen oder wenigstens drüber singen. Singen ist ein gutes Stichwort, weil ihr seid ja dabei, irgendwie im kommenden Jahr, wenn möglich, ein neues Album aufzunehmen und seid da auch auf der Suche nach einem Label und auch auf der Suche nach einer Booking-Agentur. Worauf legt ihr dann Wert oder worauf achtet ihr dann, wenn ihr halt wirklich auf die Suche geht? Na, da selbstverständlicherweise, dass da Bands stattfinden und Musik stattfindet auf diesem Label und bei der Booking-Agentur, zu der wir einigermaßen passen. Und das ist schon eher eine kleine Sparte momentan noch, denke ich. Das kommt drauf an. Wir sind natürlich in jede Richtung vermarktbar. Also es stellt uns auf jede Stadt fest. Wir rocken den Marktplatz. Aber an sich sind wir eine Clubband, etwas kleinerer Clubs und wollen gerne schönen, ordentlichen, schwitzigen Kontakt zum Publikum haben. Und das ist so unsere Richtung. Aber ja, wir sind tatsächlich dann sehr auf der Suche nach einem Label und einer Booking-Agentur und müssen mal schauen, wer uns da so möchte. Habt ihr denn das Album schon ein bisschen was vorbereitet? Stehen schon ein paar Songs? Wie sieht's aus? Na, es sind bei der letzten Aufnahme ziemlich viele hinten runtergefallen, weil die waren irgendwie noch nicht so richtig angeregt. Die waren nicht fertig, also wir haben sie aufgenommen. Aber dann dachten wir,
es ist irgendwie noch nicht reifer, also an den Songs könnte man noch arbeiten. Und deswegen liegt auch noch ganz viel auf Halde, die wir dann mit Lisa dann zusammen bearbeiten können. Und aber wir haben auch total Bock, mit Lisa neue Songs zu schreiben, also jetzt mal was Neues auszuprobieren. Und ja, und wir haben uns jetzt mit einem Kumpel zusammen ein Studio-Proberaum gebaut. Und dort können wir jetzt endlich mal in so einer kleinen, gemütlichen Atmosphäre Songs aufnehmen und in aller Ruhe produzieren. Ja, in aller Ruhe zu produzieren, ja. Also ohne, dass das gleich mal was Fertiges sein muss. Normalerweise ist es immer so, man sammelt halt über 2 Jahre Songs, bucht dann so ein Studio für ein Wochenende und dann muss das alles sitzen und dann muss das alles genauso sein. Und wir genießen es gerade so ein bisschen, die Möglichkeit zu haben, einfach Sachen aufzunehmen und das sie aber auch wieder zu verwerfen und sie auch nochmal in Ruhe anzuhören. Und genau, und ich glaube, darauf freuen wir uns auf jeden Fall, dass das im nächsten Jahr so stattfinden wird. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass da einiges bei rumkommen wird. Lisa, wie sieht es aus, wenn ihr euch das Studio herrichtet und heimlich macht? Gibt es dann, wie bei mir, Kerzen auf dem Wohnzimmertisch, weil die sind noch nicht angezündet? Oder worauf legt ihr Wert, wenn ihr halt wirklich eine heimliche Atmosphäre schaffen wollt? Also ich bin immer wieder überrascht. Wir haben das ja, wie gesagt, gemeinsam aufgebaut mit noch einer anderen Band und auch anderen Leuten, und jedes Mal, wenn ich da bin, entdecke ich irgendwas Neues, ein neues Bild, ein neues, ja, so Kleinigkeiten. Mir ist halt wichtig, dass ich mich auch mal aufbauen kann und auch mal stehen lassen kann, was ich so habe. Also, dass ich nicht jedes Mal neu ankomme, von vorne anfangen muss, so ein bisschen heimisches, ja, ich komme in meinen Bereich, ich kann mich da austoben, das ist mir eigentlich besonders wichtig. Ja, und jetzt seid ihr ja in meinem Reich. Ich fühle mich ehrlich gesagt sauwohl hier. Ist schön und hier. Ist echt schön. Also, ich meine, in Berlin reise ich ja gerade vielleicht mein Studio demnächst raus, aber dann kann das Wohnzimmer ja irgendwie dahergebracht werden. Im Kleingedruckten steht, dass ihr jetzt ganz spontan einen Akustiksong für uns spielen werdet, dann greift euch mal alles, was ihr braucht. Dieser hat zufällig einen Kontrabass mitgebracht. Ist hier, da ist ein Kontrabass. Ja. Was hören wir denn? Wir hören einen Klassiker, einen Soul-Klassiker aus unserer Heimat, einen Mecklenburg-Vorpommern-Soul-Song namens Dat du mien liebsten bist. Ein Song auf Plattdeutsch. Ich wollte gerade sagen, was war das für eine Sprache? Das ist Plattdeutsch. Dat du mien liebsten bist, dass du meine Liebste bist. Ja, wer jetzt Plattdeutsch kann, der kann das jetzt genießen. Ja. Dann sind wir gespannt. Ja. Los geht's. Die Besucher können ja vielleicht einen Schritt nach vorne machen, damit ihr auch ein bisschen besser seht, hier, was im Wohnzimmer passiert. Jetzt werden noch die Kerzen angezündet. Geht's euch denn bislang gut, Salzwedel? Seid ihr gut angekommen? Ja. Wer ist am längsten gefahren? Wer hat die längste Anreise gehabt? Von wo? Oh ja, das ist wirklich Aveng. Ohne Gitarre? Okay. Da bin ich. Alles klar. Okay. So ein bisschen eng hier, ne? Ich mache das mal ein bisschen gemütlicher hier. So, Kinder, ich gucke euch mal an, ne? Ist gemütlich? Alles gut? Wollen wir? Dat du mein Leben besser.
Kummerinacht, ja. Sag, wo du heißt, oh. Komm du um Mitternacht, komm du Glock ein, oh. Vaterslöp, Mutterslöp, Vaterslöp, Mutterslöp, aber ich schlapp allein, dass du mein Leben bist. Dass du mein Leben bist, yeah. Komm mir in Nacht, komm mir in Nacht, komm mir in Nacht, komm mir in Nacht. Sag, wo du heißt. Fat an der Klink, Vater mein, Mutter mein, Vater mein, Mutter mein. Da deit der Band, da du mein Leben bist. Da du mein Leben bist. Komm in der Nacht, komm in der Nacht. Komm in die Nacht, sag, wo du heißt, dass du mein Leben bist. Dass du mein Leben bist. Komm in die Nacht, komm in die Nacht, komm in die Nacht, komm in die Nacht, sag, wo du heißt. The Voodoo 2. Ja, dann sage ich erstmal lieben Dank, ne, für den Besuch in meinem Wohnzimmer und toi 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 dann für später. Und viel Spaß heute Abend. Und drüben geht's jetzt gleich weiter mit, ich glaube, Max and the Bash sind die ersten, wenn ich richtig informiert bin. Korrekt? Super. Vielen Dank.